Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Tag und herzlich willkommen. Unser Podcast heißt Belandratung und da steckt das Wort Beratung natürlich in diesem Wortspiel drin. Und heute geht es um eine Beratung und eine Diskussion, die jeden betrifft, weil jeder sich von der Zukunft etwas erhofft, was er aber nicht genau weiß. Und heute geht es um die Frage, wie sieht die Zukunft in unserer Region aus für uns alle? Was wird sie denn bringen? Nicht nur unter dem Gesichtspunkt eines Strukturwandels, sondern generell für den Burgenlandkreis und Sie und uns als die, die wir hier in dieser Region gemeinsam leben. Und dazu habe ich zwei hochkarätige Gäste eingeladen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das erste ist Sven Garbojanski, der sich auf seiner Internetseite als einer der Europas innovativsten Zukunftsforscher präsentiert. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie ins Landratsamt gekommen sind und uns dann die Zukunft vorhersagen werden. Ich bin gespannt. Und ich begrüße ganz herzlich Jörg Hexel, den viele, die im Burgenlandkreis sich mit Sport beschäftigen, aus seiner Funktion als Geschäftsführer von Syntenix MBC kennen, der aber darüber hinaus Unternehmer und, wie du selbst gesagt hast, Dirk, ein Kind der Region ist. Ich habe dich selbst und deine ganze Familie schon oft in Großkirchen erlebt, wie ihr für die Region, auch für das Dorf und seine Geschichte bis hin zur Schlacht um Großkirchen und der Schlachtnachstellung brennt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke, dass ich da sein darf. Herr Jansky, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und vielleicht eine etwas provokatorische Frage stellen. Geht das überhaupt, die Zukunft vorherzusagen? Sind Sie so eine Art Vorhersager, der diese Kugel in der Hand bewegt und dann da reinschaut und uns verlässlich sagen kann, was kommt? Was ist denn die Aufgabe eines Zukunftsforschers und kann man sich dann darauf verlassen, auf das, was Sie uns sagen werden? Oh, da waren jetzt schon drei Fragen sozusagen in einer. Aber es ist gut, dass Sie diese Frage als erste stellen, weil tatsächlich im Internet oder in den Medien tauchen ab und zu so Zukunftsforscher auf, also viele. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen denen und denen. Es gibt nämlich wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung. Und die habe ich mir nicht ausgedacht. Die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts, wird weltweit an Universitäten gelehrt. Wir nutzen mein Institut. Sie haben das gesagt, wir sind das größte unabhängige Zukunftsforschungsinstitut in Europa tatsächlich, mit Sitz in Leipzig. Und wir nutzen diese wissenschaftlichen Methoden, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren. Und jetzt gibt es einen kleinen Unterschied. Prognose heißt nicht Wahrsagerei. Ja, also es gibt keine Garantie, dass eine Prognose eintritt. Prognose bedeutet, dass man im Hier und Jetzt die Triebkräfte und die Blockaden analysiert. Also das muss ich vielleicht erklären. Neues kommt ja nicht, das fällt ja nicht vom Himmel, das kommt ja nicht, das neue Dinge, Veränderungen in der Welt sind ja keine Naturgesetze, sondern sie werden getrieben. Sie werden von Akteuren, wir nennen das Akteursgruppen, getrieben, die Interesse daran haben, weil sie sich davon irgendwas versprechen, und sie werden blockiert von anderen. Und was ein wissenschaftlicher Zukunftsforscher macht, wir analysieren diese Triebkräfte, also wo treibt gerade jemand was in die Welt, wo wird blockiert, und das ist sozusagen der Maßstab, an dem wir dann Wahrscheinlichkeiten berechnen. Ja, also, aber Wahrscheinlichkeiten sind eben keine Sicherheiten. Sind keine Sicherheiten. Denn manchmal fällt schon was vom Himmel. Na, wenn ich jetzt an Corona denke, das hätten Sie vielleicht vor 2 Jahren, wenn Sie eine Prognose erstellt hätten, nie bedenken können, weil das war uns allen nicht klar. Dann kommt was dazwischen und dann muss man sich korrigieren. Genau. Es gibt Dinge, die lassen sich sehr gut prognostizieren in dieser Welt. Das sind Dinge, die auf Kausalketten basieren. Also, wenn ich jetzt das mache, dann passiert daraus das, dann passiert daraus das und so weiter. Das sind Kausalketten. Das geht sehr gut zu prognostizieren in der Wirtschaft, also in Technologieentwicklung und daraus Geschäftsmodellentwicklung und wie dann sich die Menschen verhalten und so weiter. Das geht auch sehr gut zu prognostizieren in demografische Entwicklung, was sehr viel mit Regionen zu tun hat. Ja? Also wie viele Menschen gibt es dann, in welchem Alter, was tun die und was wollen die? Also so dieses Wenn-Dann funktioniert gut. Überall dort, wo Unvorhergesehenes passieren kann, funktioniert
diese Art von Zukunftsforschung halt nicht. Ja? Und Unvorhergesehenes ist einerseits, also Corona haben Sie gesagt, klar, das war relativ unvorhergesehen. Es gab schon Studien, die da gesagt haben, das kann mal passieren, aber die wussten nicht wann. Der politische Bereich ist auch relativ unvorhersehbar, ja, weil man kann nicht, wie soll ich sagen, man kann Wahlergebnisse ganz schlecht prognostizieren, jedenfalls nicht die Wahlergebnisse in 10 Jahren. Ja. Der Bereich von Sport und Lotto ist natürlich auch nicht prognostizierbar. Also, aber wenn man realistisch in die Welt schaut, dann kann man tatsächlich viele Dinge folgen aus Kausalketten. In vielen Dingen in dieser Welt ist das, wie sagen wir mal, im Jahr 2030 jetzt beispielsweise diese Region aussieht oder die Unternehmen in dieser Region, das hängt davon ab, wie man heute handelt. Und wenn das so eine Kausalkette ist, dann kann man das ganz gut prognostizieren. Und das ist unser Job. Ja? Also wir Zukunftsforscher, wir machen Zukunftsbilder, also wir beschreiben für bestimmte Branchen, auch für bestimmte Regionen oder also Teile der Gesellschaft, wie sieht das Umfeld in 10 Jahren aus? Und aus diesen Zukunftsbildern leiten wir dann ab, haben wir eine besondere Methode, die heißt Backcasting, leiten wir dann ab, was man heute schon tun muss, um da zu diesem Zukunft, zum Idealzustand sozusagen hinzukommen. Das ist der Job von Zukunftsforschern. Eigentlich sind wir, wenn man so will, hochspezialisierte, auf Zukunft spezialisierte Unternehmensberater, könnte man sagen. Ja? Wie weit reicht der Blick in die Zukunft, um eine gewisse Sicherheit und Verlässlichkeit da zu haben? Also reden wir jetzt über 5 Jahre, über 10 Jahre? Wir reden im Augenblick über 10 Jahre. Das ist, das hat ein bisschen was mit der, also das hängt sehr stark von der Technologieentwicklung ab in der Welt. Und die Technologieentwicklung, wissen wir alle, die ist schneller geworden in den letzten Jahren, ja, mit Digitalisierung und all dem. Also früher, die vorhergehenden Generationen von Zukunftsforschern, die haben durchaus auch mal 30 Jahre prognostiziert. Das machen wir nicht mehr, weil es keine Wahrscheinlichkeit mehr in sich trägt. Also man kann schon irgendwie so Bilder beschreiben, wie vielleicht in 30 Jahren, aber da kann man sich nicht mehr drauf verlassen. Da kann man keine Strategie mehr drauf aufbauen. Aber 10 Jahre ist absolut verlässlich. Für ein Unternehmen, Jörg, für einen Basketballverein oder auch, kann man auch fast als Unternehmen bezeichnen, ist ein Unternehmen. Da ist ja auch die Zukunft ungewiss. Trotzdem muss der Unternehmer planen und mit Prognosen arbeiten. Und dann muss man wahrscheinlich verschiedene Varianten betrachten, je nachdem, wie die sportliche Entwicklung ist, die oft ja nicht vorhersehbar sein kann, oder eben natürlich auch die Rahmenbedingungen für das Unternehmen. Ich war leider nie Unternehmer in meinem Leben, stelle mir das ziemlich gefährlich auch vor, weil du weißt ja auch nicht, was im nächsten Jahr auf dich zukommt. Wie geht denn ein Unternehmer mit solchen Zukunftssorgen und Ängsten um? Ja, im besten Falle positiv, ja? Dass man also die Zukunft auch annimmt und mit Freude daran geht und die neuen Entwicklungen auch für sein eigenes Geschäft als Vorteil sieht. Und ich glaube, darum geht es auch im Sport wie in der Wirtschaft, in allen Bereichen, der Politik auch, ja? Dass man diese Herausforderungen, die sich ja, die Zukunft für uns bereithält, dass man die mit Freude annimmt und die Menschen vor allen Dingen mitnimmt. Und als Unternehmer bin ich so gut, wie meine Mitarbeiter in dem Unternehmen sind. Und wenn die engagiert und mit Freude täglich arbeiten gehen, ist es, glaube ich, schon eine große Garantie, dass es am Ende erfolgreich wird. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich ebenso stimmen harte wie weiche Faktoren, wenn man mal den Sport zu einem weichen Faktor zählt, ja, dass ein Unternehmen sich auch aus dem Grunde auch niederlässt, weil es solche Faktoren halt gibt. Aber am Ende geht es immer zurück auf den Menschen. Und wenn der Mensch motiviert ist, die Zukunft anzunehmen und zu meistern, sehen wir jetzt, wir haben ja auch in der Krise neue Erfolgsgeschichten. Ja, die daraus entstehen, ja, wie dass sich Menschen besonders hervortun mit besonderen Fähigkeiten, die wir vielleicht gar nicht vermutet hatten, wie toll eine Verwaltung zum Beispiel organisieren kann oder wie sich Menschen um Menschen kümmern, ja, also es ist ja emotional beeindruckend auch, was da so passiert ist in dem letzten Jahr, ja, wie da Leute sich gegenseitig geholfen haben. Und ich glaube, diesen Geist, den sollte man, das ist so ein großes Fund, was wir haben, dass wir gesehen haben, dass wir gemeinsam was erreichen können
Und da ist, glaube ich, unerheblich, auf welchem Gebiet man das erreicht. Ja. Aber man muss ja ein Stück weit in die Zukunft schauen, vielleicht auch spekulieren oder eben mit mehr Sicherheit. Dann muss man sich eines Zukunftsforschers vielleicht tatsächlich bedienen. Denn ein Unternehmen ist ja dann erfolgreich, wenn es quasi für die Zukunft Entscheidungen trifft, die dann auch tatsächlich geschehen und dann natürlich auch ein wirtschaftlicher Erfolg sich daraus ableiten lässt. Und dazu bedarf es oder ist es vielleicht geraten, dann auch Wissenschaft zu Rate zu ziehen als Unternehmen? Ja, es gibt zwei, ist auch unter den Unternehmern, die ich kenne, mit denen ich arbeite, gibt es so, also es gibt natürlich ganz viele, aber es gibt so zwei große Gruppen. Es gibt die einen, die sagen, ich mache die Zukunftsplanung so, dass ich mir anschaue, was sind so die Probleme und Herausforderungen jetzt, heute und wie gehe ich damit um? Also die fragen sich dann sozusagen, die machen eine Analyse, wenn man so will, im Hier und Jetzt, schauen sich ihr Umfeld an, schauen sich noch ein paar Startups an, die in der Branche sind und so weiter. Und dann fragen sich, okay, was heißt das? Was mache ich jetzt im nächsten Jahr, um im nächsten Jahr ein bisschen besser zu werden und dann in 2 Jahren und in 3 Jahren? Also die machen, wir nennen das Forecasting, ja, die rechnen aus, also die planen von jetzt in die Zukunft. Und dann gibt es die anderen. Und die anderen machen das komplett anders. Die planen nicht von jetzt in die Zukunft, sondern machen es genau andersrum. Die haben ein Zukunftsbild. Also die fragen den Zukunftsforscher, wie sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit meine Branche, mein Umfeld in 10 Jahren aus, 2030? Was ist meine Idealpositionierung dann 2030? Wie kann ich, also Idealpositionierung heißt, wie kann ich die Chancen, die da drin stecken, am besten nutzen und die Risiken am besten minimieren sozusagen? Ja? Was ist mein ideales Bild 2030? Und dann fragen die nicht, was mache ich im nächsten Jahr, sondern die fragen, was habe ich im letzten Schritt gemacht, also was habe ich 2029 gemacht, um 2030 dort zu sein? Und dann, was habe ich 2028, 2027, also die rechnen zurück. Wir nennen das Backcasting. Es gibt eine wissenschaftliche Methode, die heißt Backcasting. Und das Verrückte, also wissenschaftlich gesehen ist es überhaupt nicht verrückt, aber wenn man so drauf schaut, ist es ganz, ganz, ganz augenscheinlich, dass die Strategien, die herauskommen, wenn man es so macht und wenn man es so macht, völlig unterschiedliche sind. Ja? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was jeder kennt. John F. Kennedy hat irgendwann gesagt, wir werden zum Mond, also in 10 Jahren oder noch in dieser Dekade werden wir auf dem Mond sein. Ja? Was hat die NASA dann gemacht? Sie hat zurückgerechnet. Okay, wenn wir noch in dieser Dekade, was müssen wir dann machen? Also dieses Backcasting, die haben es geschafft. Hätte der gesagt, jetzt lass uns mal anschauen, was müssen wir als nächstes machen, um irgendwann mal auf den Mond zu kommen? Die wären niemals in 10 Jahren auf dem Mond gewesen. Ja? Das ist der Unterschied. Durch einen kleinen, als Wissenschaftler sagt, methodischen Kniff, ja? Also von dem Zukunftsbild zurückzurechnen, ist was völlig anderes, als vom Gegenwartsbild in die Zukunft zu rechnen. Und die Unternehmen, die wir so als besonders erfolgreiche Unternehmen kennen, übrigens auch im Sport, ja, also wir arbeiten gerade für, jetzt nicht hier aus unserer Region, aber aus anderen Regionen, für Profifußballvereine, die machen das genauso. Die fragen uns, wie sieht in 10 Jahren das Profisportgeschäft aus? Ja? Also nicht nur, wie sind die da auf dem Rasen, also geht es um Fußball, was machen die da, sondern wie sind die Trainingsmethoden, wie guckt der Zuschauer eigentlich, was macht der während dieser 90 Minuten und so weiter und dieses ganze Zeug. Und dann beschreiben wir denen das. Und dann fragen die, okay, was haben wir das Letzte und so weiter. Also dann machen die dieses Backcasting und kommen auf eine völlig andere Strategie. Also wenn man hier jetzt irgendwie im Hier und Jetzt gucken würde und sein Geld zählen würde und sich fragen würde, welchen Spieler kann ich denn als nächstes kaufen sozusagen. Also das ist, und ehrlich gesagt, jetzt reden wir ja über Region und Politik. Ich glaube sogar, dass das in der Politik, ich habe John F. Kennedy genannt, ich meine, der ist jetzt nun weit weg, ja, aber ich glaube sogar, dass das in der Politik gerade für die Entwicklung so einer Region die richtige Strategie wäre, ein echtes Zukunftsbild zu haben, zu sagen, 2030 soll es hier genau das sein. Wir sind die Region, die steht genau da und dafür. Das können unterschiedliche Dinge sein, das muss man drüber reden, ist klar. Und dann sozusagen zu sagen, okay, und jetzt haben wir einen ganz klaren Fahrplan und Fahrplan heißt nicht, dass das alles offen ist und mal gucken, wie das läuft, sondern Fahrplan heißt, da ist Projekt 1, das dauert jetzt ein halbes Jahr und aus Projekt 1 kommt dann Projekt 2, also es wird eine Projekt-Roadmap sozusagen, die dann über diese nächsten 10 Jahre geht und so aus 1 sagen, also da überlässt man sozusagen Zukunftsgestaltung nicht mehr dem Zufall, das ist eigentlich der Punkt, sondern man macht es sehr, 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 sehr geplant. Und das dürfte wahrscheinlich auch dem, was du mir immer sagst, Jörg, entsprechen, denn du drängst mich schon seit langer Zeit dazu, solche Punkte in die Zukunft zu setzen, zu denen man sich dann offensichtlich dann organisiert hinbewegt, also Themen für die Region zu finden, die wir als Ziel formulieren,
Das dürfte dir jetzt sehr gelegen kommen, was Alianski dazu gesagt hat. Nun ist es schon so, dass man sicherlich sich ja für die Region, ja gerade stehen wir vor einem riesen Aufgabe, ja, der Strukturwandel in aller Munde. Und sicherlich hat man so im Kopf verschiedene Sachen und Möglichkeiten auch durchgespielt. Aber das traut man sich halt auch nur, wenn es jemand zulässt. Und da bist du natürlich einer, der sein Licht gerne unter den Scheffel stellt, aber eigentlich durch gute Fragestellung eigentlich so das Maximale auch an Input rauskriegt. Ja, das musst du auch mal zugeben. Ja, aber dazu dienen ja solche Runden, genau, dass ich durch Fragen auch neue Anregungen bekomme. Ja, vor allen Dingen auch, dass du dafür offen bist. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir hier in der regionalen Politik mit dir haben, dass du jemand bist, der auch solche Meinungen anhört, ja, zulässt und auch sich darüber ein eigenes Bild versucht zu machen. Und damit fängt es ja schon mal an, dass man überhaupt zulässt, solche Gedanken zu haben, ja, und dann nicht zu sagen, nee, das haben wir jetzt schon 20 Jahre so gemacht, das bleibt so, ja, sondern zu sagen, okay, das ist wichtig, das muss ich mir anhören, ja, und da ist es natürlich mit dir als Person fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden. Und klar habe ich immer so im Kopf, wir stehen vor einem Strukturwandel und was wir momentan versuchen ist so ein bisschen, wir wollen die Brikettfabrik abschaffen, aber eigentlich wollen wir dann wieder eine neue Brikettfabrik hinbauen. Ja, aber das ist die Quadratur des Kreises, das wird nicht funktionieren. Also muss man den Kopf nehmen und wirklich, wie Sven Gabor-Jansky sagte, einfach mal sich hinstellen, was passiert denn, was ist denn in 20 Jahren, wo will ich denn sein, was wird denn da wichtig sein? Was könnten Themen sein, die Leute bewegen, weil nur mit den Menschen werden wir das schaffen, ja, wenn alle mitziehen. Und sicherlich ist es Nachhaltigkeit ist da ein Thema, ja, ein ganz großes Thema. Syntenix MBC, Care for Climate machen wir schon seit, ich glaube, 5 Jahren als Slogan mit, natürlich auch unterstützt von dem Hauptsponsor. Wir müssen auf dem Thema was tun und wie schön kann es sein, wenn man Mittel zur Verfügung hat, wie in diesem Strukturwandel, diese für sowas einzusetzen oder die Möglichkeit hat, diese einzusetzen und vielleicht in eine kleinere, autarkere Wirtschaftsstruktur in den Burgenlandkreis zu kommen, um eine wehrhafte Einheit zu sein, ja? Also mit einer eigenen Import-Export-Bilanz, also auch wirklich auch mal Beispiele international ranzunehmen. Und ich weiß schon, ich wiederhole mich, aber wenn man nach Detroit schaut, die haben es geschafft, von einer absoluten Blechstadt, ja, die von Chrysler und was weiß ich dominiert worden ist und gestunken und an jeder Ecke hat es gefaucht, es zu schaffen, zu einer grünen Stadt zu kommen und sich darüber eine neue Identität zu schaffen. Und ich glaube, es geht um Identitäten, die wir schaffen müssen, die können wir nicht setzen. Wir müssen das mit Leuten machen, die auch von außen kommen, also alle Entwicklungen, die erfolgreich waren, sind von Leuten gekommen, die oft von außen gekommen sind. Nun ist aber der Burgenlandkreis weder Mond noch Mondlandung und eben auch nicht Großstadt wie Detroit, sondern ein sehr ländlich geprägter Raum, der ja 25 Jahre lang auch darunter gelitten hat, dass Menschen hier weggegangen sind, Leistungsträger nicht mehr da sind, die jetzt in anderen Regionen in Deutschland oder Europa zu deren Erfolg beitragen, die uns jetzt hier sehr fehlen. Und wir suchen ja jetzt aufgrund dieses Strukturwandels nach einem Zukunftsszenario, das uns wieder eine Wachstumsentwicklung insgesamt in der Region eröffnet. Wir haben gesehen, viele Menschen sind auch im unmittelbaren Umfeld nach Leipzig, nach Jena gezogen. Die Städte waren anziehend. Solche Entwicklungen gibt es immer wieder. Und deshalb will ich darauf mal kurz weiter eingehen und fragen, kann eine Zukunftsprognose auch im Hinblick allgemein und vielleicht auch ganz speziell im Umfeld von Leipzig dazu was sagen, ob solche Entwicklungen vom Land zur Stadt sich fortsetzen werden, ob die sich wieder umkehren könnten? Wir haben in der Geschichte ja beides schon erlebt. Es gab im Mittelalter Stadtluft macht frei, da sind die Leute vom Land in die Stadt gezogen, um diesen wirtschaftlichen Verhältnissen, aber auch den Repression des Landesherrn zu entgehen.
Und dann gab es wieder die umgekehrten Entwicklungen, auch vor allen Dingen nach Kriegen, wenn die Städte letztlich zerstört waren. Was denken Sie, wie wird diese Stadt-Umland-Problematik auf unsere Zukunft Einfluss haben? Also als erstes muss man diese Stadt- und Umlandproblematik, die hat ganz wesentlich damit zu tun, wie die Situation des Arbeitsmarktes ist. Also das ist ein ganz, ganz hoher Treiber sozusagen dafür. Und deshalb muss man sich als erstes anschauen, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren. Und da muss man kein Prophet, nicht mal Zukunftsforscher sein, um zu sehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Massenverrentung der Babyboomer-Generation vor uns haben. Also ganz viele Menschen gehen in Rente, ganz wenige Menschen kommen von unten, von junge Generation in den Arbeitsmarkt nach. Wenn man das statistisch, braucht man auch keinen Zukunftsforscher, reicht der Blick in die Statistik von der Bundesagentur für Arbeit, haben wir 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt 2025 als 10 Jahre vorher, 2015. Heutige Arbeitslosigkeit liegt, glaube ich, bei 2,9 ungefähr, das ist aber nur wegen Corona, eigentlich wäre sie bei 2,1 schon oder sowas. Also kurz gesagt, unterm Strich, will das nicht zu lange machen, aber unterm Strich haben wir im Arbeitsmarkt in diesem Zeitraum, über den wir reden, deutschlandweit, ein Minus von 3 Millionen Menschen. Also klar gesagt, 3 Millionen nicht besetzbare Stellen, weil es gibt die Stellen, aber es gibt nicht die Menschen. Das ist jetzt nicht auf den Burgenlandkreis bezogen, sondern generell Deutschland. Ja? So, und jetzt muss man daraus Ableitungen ziehen. Was ist die erste Ableitung? Die erste Ableitung ist für uns Zukunftsforscher relativ klar. Wenn es 3 Millionen nicht besetzbare Stellen gibt, klingelt bei jedem von uns alle 2 Wochen das Telefon und der Headhunter ist dran und sagt, du, ich habe hier 3 Millionen Stellen, welche willst du haben? Ja? Das heißt, es gibt ein permanentes Abwerben und so weiter. Und das geht übrigens mindestens 15 bis 20 Jahre lang. Also das ist wirklich, das bleibt. Und was tun jetzt Menschen, bei denen alle 2 Wochen der Headhunter klingelt? Da gibt es ein paar, die sagen, du ruf nicht mehr an, ich bin hier total zufrieden, meine Familie glücklich, alles schön, ich bleib hier. Langzeitangestellte. Gibt es auch heute. Heute sind es ganz viele, dann sind es nur noch 40%. 40% der Gesamtarbeitenden. So. Dann gibt es 20% Selbstständige, das ist ein bisschen mehr als heute, aber nicht so dramatisch. Der Rest, das ist das Interessante, die restlichen 40%, die nennen wir Zukunftsforscher, wir nennen die Projektarbeiter. Warum? Weil die zu einem Unternehmen gehen, sind nicht selbstständig, sind angestellt, aber für ein Projekt. Und nach, je nachdem, wie lange das Projekt dauert, 1 Jahr, 2, 3 maximal, dann wechseln die das Unternehmen. Dann gehen die, also das ist eine riesige Fluktuation. Ja? Und das ist für die Unternehmen ist das ein echtes Problem, weil stellen Sie sich vor, alle 2 Jahre sind 40% ihrer besten Mitarbeiter weg. Als Unternehmer ist das eine Katastrophe, in einem leergefegten Arbeitsmarkt, ja, das ist echt, also das kostet viel Geld, um damit umzugehen. Und für die Menschen ist es natürlich toll, klar. Und was heißt das aber jetzt für die Region? Ich glaube, dass man die Entwicklung einer Region in den nächsten 10 Jahren ganz dicht an diesen Entwicklungen lang entscheiden muss. Also, ist man eine Region für Langzeitangestellte? Macht man etwas, macht man die Region so schön sozusagen, ja, und so lebenswert und so mit vollster Identität, dass die Menschen hier nicht weg wollen? Kann man machen. Muss aber wissen, man macht das halt nur für 40% der Menschen. Die anderen, die wollen weg. Egal, was die Region macht, die wollen nach 3 Jahren den Job wechseln. Und dann gehen die nach Leipzig oder nach Jena oder nach Berlin, wo auch immer hin. Man kann der Region aber auch anders aufstellen. Man kann auch sagen, wir sind für diese Projekte, in der Region für die Projektarbeiter. Wir sind ideal dafür, wer 3 Jahre lang in Leipzig lebt oder in Jena oder wo, was auch immer in der Gegend ist, der soll bitte nicht dort wohnen, der kommt zu uns. Weil wir haben, hier ist es lebenswerter, die Wege da sind ganz, da muss man dann irgendwie die Wegezeiten verkürzen und all diese Sachen. Ja? Da müssen viele Projekte in der Region erreichbar sein, damit die wechseln können. So ist es. So aber ist leicht es. Hier leben. Ja, genau. Und dann, also diese Projektarbeiter, die werden natürlich auch, also deren Ziel ist es nicht, ein Haus zu bauen und dann auf Ewigkeiten da, sondern die wollen irgendwie für die 3 Jahre, wo sie da sind, irgendwie das Beste, Schönste, irgendwas haben und das dann schnell wieder abgeben, weil sie dann irgendwo anders wieder hingehen. Ja? Also das ist auch, das betrifft auch den, wie soll ich sagen, die Immobiliensituation, also es betrifft ganz viele Dinge, die eben in so einer Regionalentwicklung zu klären sind. Und wie gesagt, die Grundfrage oder eine der Grundfragen ist, worauf zielen wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Ja? Ich glaube, wenn ich Strategien für Unternehmen mache, dann ist immer die erste Frage nach der Zielgruppe. Welche möglichen Zielgruppen gibt es und was muss man tun, um die dann irgendwie gut zu bedienen? Ich glaube, dass diese Frage, und das klingt vielleicht für jemanden, der
der verantwortlich ist für Regionen oder politisch verantwortlich, ist das vielleicht bisher nicht der erste Gedanke gewesen. Aber das wird dann zum Gedanken, dieses Zielgruppendenken, wenn es einen, wie soll ich das sagen, wenn es ein Überangebot an, also ein großes Angebot und wenig Nachfrage gibt. Ja, das ist in der Marktwirtschaft ist das immer dann, wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, dann muss man sehr genau auf die Zielgruppen gucken. Und genau das wird in den nächsten Jahren passieren. Was heißt das jetzt, sich auf eine dieser Zielgruppen zu fokussieren? Was würde das konkret für die Entwicklung der Region bedeuten? Also welche Hebel müssen dann anders umgelegt werden, wenn man sich auf die eine oder auf die andere Zielgruppe dann fokussieren will? Na, schauen Sie, ich habe jetzt keine Studie gemacht und das kriegen wir in diesen 15 Minuten hier auch nicht hin. Ja? Aber ich versuche das kurz zu beschreiben. Also wenn man sagen will, bei uns sollen die Leute ihr Leben lang leben, dann macht man hier, dann macht man aus der Region eine mögliche Identitätsregion. Man sagt, wir sind die Region, wir waren vorhin bei Nachhaltigkeit und so, wir sind die Region, die erste Region, die einzige Region in Deutschland, die den Klimafußabdruck, der positiv ist. Ja, also wir sind die Region, die es als erste geschafft hat, mehr Ressourcen der Natur zurückzugeben, als zu entnehmen. So. Darauf sind wir stolz und wer dieser Identität folgt, der kommt bitte hierher, der baut sich hier ein Haus und lebt hier. Und kann auch noch einen, was weiß ich, noch ein Biofeld hinterm Haus haben und so weiter. Das ist eine Identität. Und wenn ich in einer Region Menschen aus ganz Deutschland ist jetzt vielleicht ein bisschen, also na, warum nicht? Also wenn ich mich so positioniere und dadurch aus dem Umfeld Menschen hierher ziehe, die dieser Identität folgen und dann mitbauen sozusagen an dieser Region. Diese Menschen werden nicht weggehen. Diese Menschen sagen beim Headhunter, du, ich bin hier zufrieden. Es gibt keine andere Region in Deutschland, die diesen positiven Fußabdruck hat. Ich will hier leben. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber es ist nicht die einzige. Die andere Möglichkeit ist, für diese Projektarbeiter ganz klar zu sagen, Leute, wenn ihr, also wir machen es den Menschen, die im Umfeld Leipzig oder im Umfeld Jena, also in den großen Städten um die Region herum, die dort arbeiten, wir machen es denen total leicht, hier zu leben. Ihr könnt hier billiger leben, ihr könnt hier auf Zeit leben, es gibt jeden Tag kostenlose Shuttles da rein. Ja? Schauen Sie sich San Francisco an, die Silicon Valley, ja? da fahren jeden Tag Shuttlebusse, Elektrobusse, ja? sonst wäre es echt öko-unfreundlich, aber Elektrobusse permanent hin und her, kostenlos und shutteln die Menschen hin und her, damit die damit man eben nah beieinander ist. Und also das sind jetzt nur ein winzige Beispiel, aber was ich damit sagen will, wenn man auf diese Projektarbeiter zielt als Zielgruppe, dann würde man eine völlig andere Strategie verfolgen als diese andere. Dann macht man sich sozusagen zum besseren Wohnort für die Qualitäten der Stadt. Ja? Und das ist eine strategische Entscheidung. Und dazwischen gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass es in diesen Zeiten, wo... Also ich glaube, dass was wirklich die nächsten Jahre prägt, ist, dass es zwischen Regionen in Deutschland einen Wettkampf, einen Wettstreit um Menschen gibt. Um kluge Menschen, um engagierte Menschen, um Menschen. Also jeder Mensch hat sein... Dort, wo die besten Ideen sind, die werden gewinnen, andere Regionen werden verlieren. Ne? So ist es. Erst recht, wenn insgesamt zu wenig Menschen da sind. So, genau das ist der Punkt. Ich muss aber mal kurz einhaken. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, heißt ja, wir sprechen Menschen von außen an, versuchen sie hier in die Region zu locken, hier sesshaft zu machen. Und dann gibt es ja aber die da sind. Jörg, du bist, kann man so sagen, auf dem Lande aufgewachsen. Das hat ganz viel Identität bei dir und bei anderen gemacht, wenn man aus einem Dorf kommt, wo so viel
Geschichte auch erlebt wurde, identifiziert man sich auch damit, Schlacht von Großgürschen und so weiter. Und die Menschen, die aber hier sind, die müssten wir ja bei solchen Prozessen mitnehmen. Das heißt, die dürfen sich nicht überrollt fühlen. Die würden vielleicht, die da kommen, auch als Fremde empfinden, selbst wenn die nun nicht aus Südamerika kommen, sondern nur aus Leipzig oder aus dem weiteren Umfeld hier. Ist das machbar mit unserer Bevölkerung, die mitzunehmen auf so einem Weg einerseits, sie zu öffnen für so einen Prozess andererseits, weil das Ziel lautet, dadurch wird die Region insgesamt attraktiver oder stabilisiert sich zumindest? Ich glaube, wenn ich mir ansehe, was wir für eine Mischung haben, ist es natürlich notwendig, dass wir Zuzug brauchen. Ich glaube, das versteht auch jeder, der sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzt, was wird in 20 Jahren sein. Ja? Ich glaube, auch die Akzeptanz wird ein Vielfaches höher sein, wenn wir es schaffen, auf bereits bekannte und altbewährte Werte auch nochmal zurückkommen. Ja? Also ich sage mal, das Thema Boden, Landwirtschaft, ja, wir sind eine ländlich geprägte Region, wir haben einen Weinbau, das ist Landwirtschaft, ja. Damit können die Leute sich ja schon, das ist ja schon ein kleinster oder der kleinste gemeinsame Nenner, dass man sich sagt, also Bodenbewirtschaftung haben meine Großeltern schon gemacht, meine Großmutter, Urgroßmutter, die hat auch Marmelade gekocht, wenn man es mal ganz einfach sagt, ja. Und das machen die, die da jetzt kommen, in solchen Genossenschaftsprojekten vielleicht oder in diversesten Projektgruppen auch. Ja? Also wenn es um nachhaltige Nutzung von Streuobst und etc. geht. Ja? Aber ich muss noch mal vielleicht zurückkommen auf diese eine Gruppe und die andere Gruppe. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir Leute zu motivieren, über diese guten nachhaltigen Projekte hier auch Genossenschaftsprojekte, nenne ich sie mal, dazu zu animieren, dass sie hier bleiben und hier wohnen, werde ich aus diesem Bereich eine Technologiediversität entwickeln, wenn ich als Politik in der Lage bin, zu sagen, mir ist es nicht nur wichtig, dass die Versorgung aus dem eigenen Boden kommt, sondern auch die Entsorgung hier eine Rolle spielt. Also da meine ich Wasser, Abwasser, Abfall, Stromerzeugung. Da werde ich so eine Mischung an Technologie anziehen, wo diese Projektarbeiter sich auch wiederfinden. Und in einem Umfeld, wo ich nachhaltig bewirtschafte, wo ich mich nachhaltig ernähren kann, wo ich gesund leben kann, ist auch ein Projektarbeiter eher geneigt zu sagen, da lebe ich die 3 Jahre hier, wo es auch gute Projekte, weil das ist, glaube ich, auch entscheidend, wenn man mit den Leuten spricht, die jetzt ins Berufsleben einsteigen und eine gewisse Bildung haben, dann ist ein ganz weites oder allererst genannt, es müssen Projekte sein, die auch im Einklang mit meiner persönlichen Einstellung stehen. Und wir haben in den Schulbildungen richtigerweise auch den Umweltgedanken auch wirklich exponiert dargestellt. Und die Leute wollen gute, nachhaltige Projekte. Die wollen am Ende zurückschauen und sagen, da habe ich mitgewirkt an dieser guten Sache. Und San Francisco ist ein gutes Beispiel. San Francisco hat es geschafft, Also ja, da reden wir von echt einer Stadt, ja, die schafft es ohne Abfallerzeugung, also die erzeugen keinen Abfall mehr. Die verwerten jedes Gramm eigenen Abfall. Und wenn ich mal San Francisco sehe, im Burgenlandkreis sehe, dann ist es da ein Straßenzug, sage ich jetzt mal? Ja. Nicht nur die Straßenbahn, ja. Also eine historische Straßenbahn haben wir ja auch hier in Norden. Okay. Das ist schon meine Gemeinschaft. Ja, nur die Hügel fehlen uns, aber die kriegen wir noch gebaut. Aber am Ende ist das so, ja. Es schaffen solche großen Städte, solche Projekte und die ziehen natürlich da ein wahnsinniges Heer an Ingenieuren an mit solchen Projekten, die Politik setzen kann. Das kann nur Politik setzen, diesen Gedanken, wo wollen wir sein? Und wenn ich so eine nachhaltige Abfallwirtschaft aufbauen kann, dann kommen auch Projektarbeiter, weil dann sind auch Projekte gefragt, wenn die dann umgesetzt werden. Und dann habe ich auch wieder einen Exportschlager, dann kann ich Know-how exportieren. Ja? Und dann gehen die Leute auch mit dem Projekt, weil sie es schon mal gemacht haben, in eine andere Region. Und damit entsteht ein wirtschaftlicher Austausch
mit Regionen, wo ich der Meinung bin, dass eine Region, die momentan so ein bisschen leidet auch unter ihrem Image, ja, einen wahnsinnigen Vorteil hat, weil ein ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein 1890er Bodenwert, den findet man nur hier. Den findet man nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Die hätten auch genug Platz, aber die haben den Boden nicht. Ja? Und das ist ein Gut, das haben nur wir. Wir könnten jetzt noch, meine Damen und Herren, sicherlich viel länger reden und das werden wir auch gleich tun, wenn wir den Podcast beendet haben. Aber ich möchte zunächst erstmal ganz herzlich Danke sagen, Sven Grabojanski, dem Zukunftsforscher aus Leipzig, dass er uns einen kleinen Einblick dahin gegeben hat, dass eben Zukunft nicht ganz so ungewiss ist und nicht nur eine trübe Kugel ist, von der wir nicht wissen, was kommt, sondern dass es viele Gesichtspunkte gibt, die man auch vorausplanen kann und auch für die Erkenntnis, dass eine klare Zielsetzung in die Zukunft hinein die Entwicklung einer Region durchaus nach vorn bringen kann und beschleunigen kann. Und ich danke Jörg Häcksel ganz herzlich, der Zukunftsvision auch als Unternehmer hier im Burgenlandkreis immer wieder formuliert. Und ich hoffe, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit, von dem ich weiß, dass dir das sehr am Herzen liegt, auch eines ist, mit dem wir unsere Menschen zusammenbringen können. Es bleibt aber immer dabei, dass das Mitnehmen derer, die schon da sind, oberstes Gebot ist. In diesem Sinne, Ihnen allen einen schönen Tag.